Sehr geehrte Damen und Herren, wir dürfen Ihnen aus dem Ministerrat berichten, welche Maßnahmen wir heute besprochen haben und zur Umsetzung kommen. Uns ist es wichtig, dass wir in diesen besonders herausfordernden Zeiten die Menschen unterstützen, die jetzt auf Arbeitssuche sind, nämlich insofern, die gerne wieder einen Job haben wollen, aber aufgrund der Weltwirtschaftskrise, die aufgrund der Corona-Pandemie verursacht wurde, wo wir mittendrin in diesen herausfordernden Zeiten stecken, möchten wir als Bundesregierung diese Menschen besonders unterstützen und haben uns deshalb auf eine weitere Zahlung gestaffelt von bis zu 450 Euro als Corona-Bonus für arbeitssuchende Menschen geeinigt. Denn besondere Zeiten bedarf es besonderen Maßnahmen und eine davon ist der Corona-Bonus für Arbeitssuchende. Als Arbeitsministerin sind mir zwei Bereiche besonders wichtig. Wir tun alles dafür in vereinten Kräften, dass wir Menschen wieder in Beschäftigung bringen. Das ist unser oberster Fokus, das ist unsere oberste Priorität und hier arbeiten wir mit hochgekrempelten Ärmeln Tag und sehr oft auch nächtlich. Nichtsdestotrotz befinden wir uns nach wie vor in der Weltwirtschaftskrise und Menschen, die besondere Herausforderungen haben und jetzt besondere auch Situationen, meistens auch unverschuldet sind und ihren Job verloren haben, brauchen hier und jetzt unsere Unterstützung. Dementsprechend haben wir damals schon im Sommer die Einmalzahlung des Corona-Bonuses für arbeitslose Menschen bei rund 405.000 Menschen hier unterstützen können, mit einer Einmalzahlung von 450 Euro von insgesamt 185 Millionen Euro. Nachdem die Pandemie uns nach wie vor fest im Griff hat, haben wir uns dazu entschlossen, eine weitere Zahlung für die Arbeitssuchenden umzusetzen, und zwar innerhalb der 3 Monate, nämlich von September, Oktober und November, für all jene Menschen, die hier gestaffelt auch arbeitssuchend waren. Also wenn beispielsweise die Menschen 15 Tage auf Arbeitssuche waren, bekommen sie eine Einmalzahlung von 150 Euro. Wenn Menschen 30 Tage arbeitssuchend waren, bekommen sie eine Unterstützung von 300 Euro. Und wenn Menschen 45 Tage arbeitssuchend waren oder sind, dann bekommen sie die Unterstützung von 450 Euro. Diese wird automatisch mit dem Arbeitslosengeld im Dezember überwiesen und auch all jene Menschen, die bereits seit September oder Oktober wieder in Beschäftigung gekommen sind, aber dennoch mindestens 15 Tage auf Arbeitssuche waren, bekommen diese Unterstützung automatisch im Dezember überwiesen. Dementsprechend ist uns wichtig, dass wir die Menschen unterstützen. Das werden aus jetziger Sicht rund 410.000 Personen sein und dafür haben wir 200 Millionen anberaumt. Das ist eben die Einmalzahlung, die automatisch erfolgt und auch bitte all jene Menschen, die jetzt hier zuhören, es ist nicht notwendig, einen Antrag zu stellen oder sich extra noch beim AMS zu melden. Das erfolgt automatisch und die Vorbereitungen zur Umsetzung laufen hier auf Hochtouren. Nichtsdestotrotz sehen wir auch am Arbeitsmarkt, dass dieser sehr dynamisch ist. Beispielsweise war es möglich, in der ersten Oktoberhälfte über 55.000 Menschen wieder in Beschäftigung zu bringen oder in Schulungen zu bringen. Das bedeutet, dass auch hier eine hohe Dynamik herrscht, dass es nach wie vor offene Stellen gibt und Menschen auch gesucht werden in verschiedenen Bereichen. Und da kann ich nur alle auch ermutigen, sozusagen den Mut hier noch durchzuhalten und auch Bewerbungen zu schreiben, auch weiterhin für offene Stellen. Im gesamten ersten Halbjahr 2020 ist es uns gemeinsam gelungen, dass wir über 500.000 Menschen trotz der herausfordernden Zeit in Beschäftigung bringen konnten. Also auch diese Dynamik schildert wieder, wie sehr einerseits angespannt die Lage am Arbeitsmarkt ist, aber dennoch es offene Stellen gibt und hier auch die Unternehmen auf die Bewerbungen sozusagen auch angewiesen sind. Eine zweite wichtige Maßnahme, die wir besprochen haben, ist die Rücknahme der sogenannten Hackler-Regelung. Es ist ein ungerechtes System, das 2019 beschlossen wurde, weil es hauptsächlich nur Männer betrifft und dementsprechend wollen wir dieses ungerechte System hier rückgängig machen, nämlich dass es auch für Frauen und vor allem auch Mütter, die sehr viel Zeit in Kindererziehung verwenden und die Kinder zu Hause betreuen und aber auch
auch in B- und Erziehung investieren, hier nicht benachteiligt sind. Und auf das haben wir uns auch geeinigt. Dementsprechend sind das zwei konkrete, wichtige Maßnahmen, die zur Umsetzung kommen, die einerseits die Menschen unterstützen, die jetzt besondere Herausforderungen ausgesetzt sind, und andererseits die Ungerechtigkeiten im System auch hier zu beseitigen. Ziel ist es, in Vereinten Kräften nach wie vor die Menschen so gut wie möglich jetzt in den kommenden Wochen und Monaten zu unterstützen und zugleich Menschen in Beschäftigung bringen. Und daran arbeiten wir sehr, sehr intensiv. Herzlichen Dank.